Hallo und herzlich willkommen auf Sellacons Kanal. Heute erzählt ihr euch alles über die Dokumi. Na, wer hat denn das erwartet? Da habe ich mir mal professionelle Hilfe geholt. Wir sind hier gerade schon im wunderschönen Düsseldorfer japanischen Garten in Düsseldorf. So rum. In diese Richtung zum Beispiel wäre dann die Dokumi. Und die ist ja wieder bald. Und da möchte ich heute mal ein paar Wörtchen mit euch drüber reden. 7. 8. August gibt es die Dokumi. Wer mich in den Streams gesehen hat, beziehungsweise ich habe es in den vielen Videos schon, ach Gott, wie weiß ich, wie oft erwähnt. Es ist bald Dokumi. Letztes Jahr waren wir für Dokumi, dieses Jahr ist Dokumi. Wunderbar, was gibt es denn Schöneres? Mindestens einmal im Jahr muss man ja mal seine verrückten Kollegen alle wiedersehen. Wir sind natürlich auch dieses Jahr wieder mit Rido Gunpla am Start und haben einen Stand, nämlich wieder in der Verkaufshalle. Ich blende mal einfach hier irgendwo, wo Platz ist, ein schönes Bildchen ein, damit ihr uns findet. Wir sind relativ so oben links in der Ecke vom Händlerstand. Und wie immer geben wir freie Modelle raus. Bandai war so frei und hat uns wieder gesponsert. Es gibt wieder gratis Kits für die Leute, die ja mal ausprobieren möchten, wie man einen Gunpla baut. Das ist aber nicht alles. Ich habe mir dieses Jahr unendlich viel Verstärkung geholt. Wir sind mit der doppelten oder dreifachen Mannzahl am Stand. Wir haben wieder Cosplayer am Stand. Was haben wir noch? Ich weiß es gar nicht alles. Wir haben also einmal Bandai Sponsoring, dann wahrscheinlich noch von Anime Import. Die werden auch noch ein paar Kits rausrücken, damit ihr auch wieder mal ein paar Pokémons und dergleichen bauen könnt. Neu ist auf jeden Fall der Workshop am Sonntag 18 Uhr. Lasst mich nicht lügen. Ich gucke nochmal nach, aber ich meine Sonntag 18 Uhr. Ich schreibe es in die Beschreibung unten rein. Gibt es dann auch noch einen Workshop, der geht über roundabout eine Stunde, anderthalb Stunden, wo wir ein bisschen über Gunpla reden werden und ihr natürlich die Möglichkeit habt, abseits des Stresses, ja, ich kann das verstehen, dass ihr nicht unbedingt Lust habt, wenn ihr an der Dokumi seid und 1000 Sachen seht und schon 40.000 Taschen in der Hand habt, bei uns beim Stand dann irgendwie das alles abzustellen und zu bauen. Deswegen der Workshop und einfach, um noch mal ein bisschen gemütlicher, ja, nicht mit den ganzen Leuten, die um dich rumquasseln und Musik von 13 Ständen und dem Ganzen hin und her. Nein, schön in einem Workshop-Raum haben wir es diesmal geschafft. Ich denke, 20 Leute. 20 Leute kriegen auf jeden Fall ein Kit, die auf den Workshop gehen. Für den Rest müssen wir mal schauen. Wir wissen es halt auch immer noch nicht mit Corona, wie das ist, wie die Tische aufgebaut sind. Ob wir maximal, ich glaube, 30, 35 Leute gehen in so einen Raum rein mit 2 Meter Abstand. Wenn wir 20 drin haben, wird es schon gut gefüllt sein, denke ich. So viel dazu. 2 Wochen ab dem Punkt, wo ich hier dieses Video mache, aber ich weiß noch gar nicht, wann ich es release. Merkt euch nur, 7. 8. August gibt es dann jede Menge Content. Auch wir haben diesmal endlich ein Wi-Fi-Signal von der Messe bekommen. Das heißt, ich werde versuchen, möglichst eigentlich von vorne bis abends zu streamen. Es sind einige coole Videos geplant, zum Beispiel mit den Itasha-Leuten, wo hier auch gerade jemand die Kamera so wunderschön hält. Wir haben ja auf jeden Fall wieder so eine Tour durch den Verkaufsraum, eine Tour vom Stand. Ich schaue, was man so von dem Workshop mal durchsickern lassen kann. Ich glaube, das wird ziemlich, ziemlich geil. Insofern freue ich mich auf euch, wenn ihr vorbeikommt am Stand. Bis dahin. Ciao.